Hallo, liebe Eloy-Freunde. Wir sind hier in meinem kleinen Privatstudio und haben gerade das Master von The Vision, The Sword and the Pyre aufliegen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch gerne einen kleinen Einblick darin geben, was wir diesmal gemacht haben und euch ein wenig darauf einstimmen, was euch erwartet. Zum ersten Mal seit Power and the Passion liegt einem Eloy-Album wieder eine komplette Story zugrunde, die wir hier in der Art einer Rock-Opera illustriert haben. Nur, dass sie diesmal nicht erfunden, sondern tatsächlich wahr ist. The Vision, A Sword and the Pyre spielt in der dunklen Zeit des Spätmittelalters, im hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und im Mittelpunkt steht die wohl faszinierendste Frauengestalt der Geschichte, Jeanne d'Arc. Ihr Wirken und ihr Schicksal bewegt und berührt uns bis heute, gibt aber auch viel Rätsel auf. Wir haben aber jemanden gefunden, der sicherlich bestens geeignet ist, euch diese Geschichte authentisch rüberzubringen, nämlich den langjährigen Wegbegleiter und Waffengefährten Jean de Metz. Voilà, wir beginnen mal mit dem Song The Call, wo Jeanne die erste Begegnung mit ihren Stimmen hat. Locational assignment and command she obeys, her trust in God is guiding her way. A soul ablaze by this heavenly call, she carries on. Ihr wollt doch sicherlich auch hören, wie Jeanne diese erste Begegnung wahrnimmt und wie sie darüber spricht. Hier könnt ihr es hören. I heard a voice, sublime and awe-inspiring, surrounded by a radiant light. Then I saw the shape of an angel. He spoke softly but commanding. Reveal to me a mission from God. Den Taten von Jeanne d'Arc geht eine alte Prophezeiung voraus, die weissagt, dass eine Jungfrau in Waffen und Eisen das Land befreien wird. Und das passiert in dem Song Prophecy. Die Kinder haben bemerkt, dass etwas Wundersames passiert. Und sie wenden sich an Jeanne. Beim nächsten Song, The Sword, erhält Jeanne ein mystisches Schwert, das sie von Sieg zu Sieg führt. Und eine große Armee folgt ihr in den Kampf. Les Tourelles beschreibt die furiose Schlacht um Orléans. Zum ersten Mal werden die Engländer seit vielen Jahren in diesem hundertjährigen Krieg besiegt. Und der Erfolg dieser Schlacht trägt Jeanne den Namen Jungfrau von Orléans ein. Mit Les Tourelles endet Part 1 der Geschichte. Es gibt zwar noch einen weiteren Song, doch der soll eine Überraschung bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das geben, was euch jetzt erwartet.
und sage erstmal für heute Tschüss. Our fortune is fading.